Jo, was geht ab? Schon, was geht ab? Ach, nicht viel bei dir. Auch nichts, was machen wir, Bruder? Ach, gerade Kaffee trinken und so, kennst du doch, gleich arbeiten. Du lebst wie ein Millionär, Bruder. Du lebst wie ein Millionär. Hör mal, ich brauche dich kurz in Berlin. Hast du Zeit? Ja, normal, reicht, wenn ich morgen komme? Ja, passt. Okay, easy, mach dein Privatjet ready, Bruder. Steig's denn nicht ein? Ich wollte erst mal Hallo sagen. Da bin ich. Da hat mich schon riesen Flirt, Lack. Nein, Bruder, der Wagen gehört einem sehr guten Bruder von mir, dem Drenn. Hier aus Berlin. Der sitzt aber gerade leider im Knast. Und der ist im Freigang natürlich. Also der hat Freigang, sag ich hier. Der ist im offenen Vollzug. Und der, wenn er halt im Knast ist gerade, oder gerade im Büro ist, weil er arbeiten, ne, tut, dann hat er gesagt, ey, komm, nimm mal bitte das Auto, weil sonst steht das nur rum. Und der ist jetzt schade, weißt du, wenn so ein schöner Wagen nur rumsteht. Ich wurde schon halb gezwungen von ihm, sag ich dir ehrlich, Bruder. Er hat mich schon gestern dazu was gezwungen und heute bin ich ihm dann nicht mehr entkommen. Hey, Shane, Alter, was geht, Alter? Was machen? Ach, Bruder, ich hab dich nach Berlin gerufen, ja? Warum? Ich weiß selber nicht. Ich bin eben mit Zug hingekommen, Bruder, ich weiß selber nicht. Wie, mit Zug? Ja. Hat er dich nicht reinfliegen lassen? Ja, ich hole mit meinem Bruder drin ab, gehen wir eine Runde pumpen, dann gehen wir essen. Aber wir holen uns erstmal einen Köfte. Beim leckersten Köfteladen in Berlin. Wie fühlt sich das an, so ein Star-Friseur zu sein? Ich hab ihn noch seine Haare geschnitten, weil er noch 1000 Follower hatte. Deswegen alles gut. Ich werde ein Baguette bei Fettchen jetzt gerade ein. Gib mal kurz mal 1 Euro. Ich geh jetzt gleich zurück. Wollen wir so einen Löwen wie Azad? Niemals, wir lassen ohne Geld gehen. Hier, 100 Euro von Onkel. Kein Problem, Alter. Komm her. Schau mal hier. Also, gib mal hinten, ich komm gleich. Ey, lass den Jungen bloß in Ruhe. Einmal Kreatin, die Power, ne, beim Training, damit man auch ordentliche Gewichte drücken kann. Lecker, lecker. Kurt Dulatov, mein bester Lieser, ein bisschen Bescheid. Let's go. Jetzt haben wir erste Außengriffe, zweite Ingriffe und dritte an den Seiten. Okay, dann wenn du... So ein Bizeps trainieren wir. Das sind die Bizeps. Und Seitenmuskulatur auch. Okay, wenn du das schwerer machen willst, guck auf die Uhr und das andere Handgelenk, oder? Ja. Wenn ich Zusatzgewicht brauche, dann nehme ich seine Uhr. Weißt du? Dann habe ich hier verteilt gutes Gewicht auf beiden Seiten. Ja. Kann man eigentlich seit dem Kampf schon neue Gegner anfragen? Für den Kampf hat ihn herausgefordert oder irgendwas? Ja, also ich habe ja Apollo rausgefordert gehabt, daraufhin hat er sich zurückgemeldet. Wie gesagt, er wollte aber im März, April kämpfen, was kompletter Quatsch ist natürlich. Ne? Mhm. Erstens habe ich eine 3-monatige Vorbereitung hinter mir gehabt, einen Kampf. Das heißt, ich brauche so oder so. Mal abgesehen davon, dass er jetzt sowieso Ramadan ist und ich niemals auf Ramadan kämpfen würde, würde ich ja sowieso einen Monat Pause brauchen oder 2 Monate. Mhm. Weiß ich meine, da würde ich mir sowieso nicht die Mühe machen, jetzt nochmal schnell einen Kampf gegen ihn zu machen. Ne? Mhm. Nur damit er quasi zufrieden ist und sagt, weil er sagt ja, ich kann nicht länger warten. Digga, das ist dein Problem, wenn du so alt bist. Das ist mein Problem, weißt du? Wie gesagt, jetzt gucken wir weiter. Mal gucken, was es hier gibt. Weil, wie gesagt, März, April kann ich auf gar keinen Fall kämpfen. Mai ist immer noch am Schwanken, gucken. Wie gesagt, könnte ich es versprechen so. Ich hoffe, es klappt im Mai. Aber ich mache langsam fange ich mit der Vorbereitung wieder an. Besser mit dem Training wieder an. Vorbereitung ist was anderes. Und dann gucken wir, was es hier gibt. Wenn sich Mai was ergibt, klar, warum nicht? Ich würde mich freuen, wenn das alles klappt. Aber ansonsten im schlimmsten Fall dann auf jeden Fall im Juni, inshallah. Dankeschön. Bis jetzt, ich war ja nicht da. Es hat er diese Woche eröffnet. So, ich bin seit Montag in Berlin. Deshalb, aber den Aussagen zufolge läuft sehr, sehr gut. Alhamdulillah. Und ja, wie gesagt, für alle, die noch Bock haben, unten ist der Link im Video. Könnt ihr gerne euch anmelden, vorbeikommen und uns zusammen Gas geben. Habt ihr überhaupt noch Plätze frei? Weil die Videos, die Story sollen schon voll aus, ja? Ja, aber ich denke, wir machen jetzt mehrere Kurse verteilt aufeinander. Das wird jetzt alles noch ausgebaut. Wir haben jetzt von Anfang so mit den Kursen so gestartet. Da wird jetzt noch Ringen dazukommen. Ne? Und noch ein paar andere Sachen. Deswegen wird noch alles ausgebaut. 59, 50. Boah, Bruder, krank. Bruder, wie hast du das denn geschafft? Boah, kannst du deine Hand anfassen, Emma? Boah, ich wasche nie wieder meine Hände. Wie ist das so, die Ehre zu haben, mit Isan Dulatov trainieren zu können? Ich trainiere nicht mal mit ihm. Er trainiert allein, ich trainiere allein. Du hättest ja sagen müssen, ich trainiere doch ihn. Er trainiert nochmal, doch nochmal, mir. Nochmal, aber ich trainiere mich auch mal. Wie ist das so, die Ehre zu haben, mit Isan Dulatov trainieren zu können? Er trainiert mit mir, Bruder. Wer ist Ishi? Er trainiert mit mir. Warum nicht ganz 50?
Aber glaubst du, die Geschichte stimmt oder ist die frei erfunden? Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen. Ich feier, ich seit so 40, 45 und so. Aber die sollen nicht sehen, dass ich anfange. Hast du schon mal gemacht? Nein, zurück. Lange nicht. Selbst wenn es was wäre, bei meiner Fragesteller hätte ich keinen Bock, ja zu sagen. Doch, aber okay. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Siehst du da hinten, warum der Junge da gerade Rücken trainiert? Nee, verstehe ich, sag ja. Er hat doch mich, was will der Rücken trainieren? Mhm. Weißt du, muss ja lohnen, er zahlt die Kohle dafür, dann hat er nicht Rücken trainiert. 48, 49, 50. Was geht dir immer sofort durch den Kopf bei der letzten Wiederholung? Wenn du dabei bist, dann denke ich mir immer, mach dein Gesicht nicht runter, komm. Dann bete ich immer, dass du schnell die Aufnahme stoppst, damit ich aufhören kann. Aber manche filmst du einfach zu lange. Dann ist vorbei. Wenn keiner da ist, stehe so wieder vor. Sag mir mal, ich will 12 Wiederholungen machen. Und ich merke, ich bin gerade bei 7 und ich kann nicht mehr. Dann mach ich so den letzten und dann schreie ich einmal 12 und dann lass ich los. Oh, 50! Ich gehe wieder hoch in die Gewichtsklasse. Machen wir jetzt viel auf Kraftaufbau wieder. Gut, das war Maximalkraft. 120 ist gut. Das ging gut rein. 2. Komm, drück. Komm, einer. Ja, aber du hast schon gut. Nein, das war nicht. 4,5. Ist gut. Ich wollte auch 4 machen. Mein Kopf war 4, aber er hat gut noch all of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, putting on for my city like. Oh, das ist eigentlich gerade dein Training, bist du wieder in Vorbereitung oder einfach fit halten? Nee, überhaupt nicht. Das ist eigentlich mein erstes Training, das wieder, keine Ahnung, wie lange das halt wieder. Eine Woche, glaube ich, habe ich nicht richtig trainiert. Ein bisschen im Hotel was gemacht, so, aber hat sich eigentlich nichts Wildes, was, ne? Ich war gerade halbe Stunde weg und du trainierst immer noch. Du warst du hast ja schon heute viel Training gehabt, oder? Weiß, aber Bruder, ich trainiere immer so. Die wissen, was gut ist. ESN? Ja. Bitte einmal Milchschokolade. Habibi, ESN, bei ESN, Habibi. Komm, trink. Was ist das? Zimt. Oh, total. Jetzt nur noch Code Dulatop, Habibi. Code Dulatop, beste, glaub mir. Mach wegen 10% davon. Yeah. I'm not gonna lie, daughter had fun on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. So, wir fahren was zu essen jetzt. Unser Bruder drin hat uns einen Laden empfohlen. Und da ich auf ihn vertraue, ja, haben wir es natürlich schnell dazu überreden lassen. In diesem Sinne, bis gleich, Freunde. Peace. So, die haben gesagt, soll auf dich aufpassen, ja? Du sollst auf mich aufpassen, okay. Dann pass bitte auf mich auf, Scheid. Bruder, du bist doch Berliner, oder? Stimmt, aber ich kenne den Laden nicht. Ich habe zwar gesagt, ich kenne den Laden, aber ich kenne den Laden nicht. Einfach um für den Tag, du kennst ihn. Ja, so einfach, ich bin Berliner, Bruder, ich kenne den Laden, aber ich kenne den nicht. Wohin sind die da gefahren? Ich folge denen einfach. So, Freunde, wir sind jetzt im Restaurant angekommen. Es sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Mit den Sportanzügen passt mir auf jeden Fall definitiv nicht rein. Aber zum Glück, die eine oder andere teure Uhr ist hier auf jeden Fall am Tisch am Start. Und deswegen der Ausgleich, ne? Ist das der Ausgleich zu den anderen. Die haben schicke Outfits, wir haben dafür schicke Uhren. Und deswegen denke ich, das ist ein guter Ausgleich. Die haben ungefähr 10.000 Euro Outfit insgesamt. Wir haben ungefähr halbe Mio Uhren Spaß. Aber über genug Input, um auszugleichen. Ich habe immer eine miese Lampe mitgebracht, die alle zweite Sonne. Die bringen alle aus dem Konzept. Er hat mich das mitgemacht, Bruder. Fazit, war ein sehr leckerer Laden. Danke an den Besitzer. Ist leider ein bisschen schwer auszusprechen, Leute. Auf jeden Fall, vielen Dank. Das Essen war sehr, sehr lecker und ja, ich komme gerne wieder. Oder Jungs, was sagt ihr? Fazit, war lecker? War sehr gut. Ja. Wenn Johnny sagt, war lecker, dann muss lecker gewesen sein. Weil, siehst du, diese Arme, die wachsen. Die sind nach dem Essen wieder doppelt breit geworden. Ich verstehe das auch nicht. Er hat doch schon nur 2 Hähnchen gegessen, Bruder, aber die sind nochmal breiter geworden. Schönen Abend, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja? Macht keinen Scheiß. Walaikum assalam. Kurde, alles umsonst.
keine Prozent, 100%. 100% gratis. Bruder, das nennen wir Exotik, das ist so Mischmasch von allen Teepulver. So Apfel, Orange, alles mögliche. Und bei denen ist, ich kenne nur das türkische Wort dafür, Ihlamur heißt es, aber ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. So gemixt mit Zitrone. Schon von weitem bis hinten haben wir das gelästert. Also bis jetzt war der Plan. Der Plan läuft einfach planlos. Der Plan war, wir hatten einen festen Plan gehabt, aber eigentlich komplett reingeschissen, weil wir haben einfach verpeilt, dass es nicht in Prag ist, sondern einfach in Ostrava ist. Und Ostrava von hier 6 Stunden ist und nicht 2 Stunden ist. Ja, und jetzt haben wir ein riesen Problem, Freunde. Weißt du warum? Weil wir sind spät dran. Drinnen Milchschokolade, außen weiße Schokolade, dann Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Kiwi. Die beste Ernährung. Gegessen. Vor halben Stunde noch gegessen. Ja. 2 Toast, 1 Minimum. Beste Ernährung. Und der Junge ist Ex-Fiefsikäfer, Reza Madok. Das ist der, die sind aus dem Tiefen, da kommt der Schmeif. Ach so, ich kenne ihn. Ja. Ja. Was ist da passiert? Bei Auckland gab es halt eine Schlägerei zwischen so zwei Trainer von einem Jungen. Ein Ex-Fiefsikäfer ist einer von den beiden auch, der Trainer war. So der Reza. Und ein anderer Trainer haben so einen Typen gehauen, so einen Engländer. Ja, so ist das. Muss man lernen, seine Fresse zu halten, weißt du, wenn man keine Schläge einstecken kann. Ja, und jetzt wird der Kampf halt abgesagt. Ja, wo geht das hin? Laut Islam Kaffee trinken. Hat einen guten Laden empfohlen, wa? Ja, schön in Straße, eigentlich ein mieser Kaffee, aber ich wurde ausgelacht, ja. Die Berliner haben hier komische Wörter, ja. Was ist Schnabulieren? Was? Was ist Schnabulieren? Keine Ahnung, oder? Was ist Schnabulieren, Bruder? Nochmal? Was ist Schnabulieren? Wo steht das? Achso, halt was Schnabulieren ist, ganz klassisch, oder nicht? In Berlin hat ja auch ein UFC-Gym eröffnet, der Abus ist auch hier. Ich wollte mal kurz reinschauen, gucken, was hier so abgeht. Pass auf. Oh, Glückwunsch zur Öffnung heute. Vielen lieben Dank. Hey Leute, wir haben ja heute am 2.3. hier am Kudamm UFC-Gym eröffnet. Jeder ist bei uns hier herzlich eingeladen. Kommt einfach vorbei, guckt euch einfach die Fläche. Guckt mal, was hier alles passiert, wie viele Kurse wir hier alles anbieten. Es geht Richtung Kampfsport, es geht Richtung Athletik. Also kommt einfach vorbei und zieht richtig durch mit uns. Alles gut, ich hab's auch geschafft. Wie geht's euch? Sehr schön. Spontan hier oder wollt ihr trainieren? Mein Trainer, mit dem ich trainiere, ist hier Boxtrainer. Wollt ihn besuchen. Suchen wir gleich. Danke. Dich zu sehen, Bruder, immer glücklich, Bruder. Ich bin auch großes Lob an Islam von meinem Trainer für den Kampf. Ich war selbst wissen. Hier wird viel Russisch gesprochen. Sollen wir den Gürtel lieber jetzt schon geben, weißt du? Sollen wir den Gürtel lieber jetzt schon geben, bevor ich mir ihn holen komme? Lieber ohne Schläge. Wollt ihr Sushi essen? Wollt ihr Fleisch essen? Ja, Bruder, jetzt. Welche Frage sind wir dann? Wir überlegen seit einer Stunde, was wir essen. Aber er ist den ganzen Zeit so. Ich frage, was wollen wir essen? Keine Ahnung. Okay, nach 10 Minuten frage ich wieder, was willst du essen? Was gibt's denn? Du bist in Berlin, es gibt alles. Alles. Was willst du essen? Siehst du? Und so ist es den ganzen Zeit. Und dann, wenn ich ihn da irgendwo hinbringe, sagt er, Bruder, wo bringst du mich hin? Ja? Schafft, die Entscheidung ist gefällt. Alhamdulillah, endlich. Nach 2 Stunden haben wir uns nicht. Du greifst die Tür und so, als ob das ein Opel wäre. Hat er kein Software? Nein, hat er nicht. Komm mal. Abwehren. Du kannst das gut. Boah, Bruder, brauchst du nicht die Hände fallen lassen, Moment mal. Schön, Mann. Mach den Dupo. Hol den Dupo. Bruder, an sich hat er das alles sehr gut gemacht. Ich habe auch gedacht, Split Decision würde er gewinnen. Aber leider haben wir ihn doch verloren. Er ist halt ärgerlich, ne? Weil vor allem, wenn man so knapp verliert, dann ist es noch eher, weißt du? Ärgerlich, ja. Noch schlimmer halt einfach alles. Weil man weiß dann so, okay, man war so knapp dran so. Waren noch ein paar andere aufregende Kämpfe. Welche hat dir am meisten gefallen? Der Torres hat gut gekämpft. Hat immer einen guten Kampf gemacht. Ein bisschen unbedacht, sage ich dir ehrlich. So zu wild auch geschwungen. Aber an sich halt ein actionreicher Kampf. Auf jeden Fall vor allem so, wenn man als Zuschauer zuschaut, ne? Das ist schon auf jeden Fall ein Kampf, der Spaß macht. Und ja, jetzt eben Mohamed Machaev, der hat auch einen sehr, sehr guten Kampf gemacht. Hat auch gewonnen vorzeitig gegen einen Ex-UFC-Kämpfer, der auch 14 Kämpfe in der UFC hatte, davon sogar, glaube ich, 7 gewonnen hatte. Also auch eine brachiale Leistung. Das waren so die 2 Kämpfer, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Ich bin auch dabei.
voller Scheiß. Und noch mal. Du hast mal Foto auf Straße. Ey, auf Straße. Jungs, kann einer Foto von euch machen, bitte? Oder wie seid ihr? Alle hier Sportler, alle hier Sportler. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Peace.